Vielleicht sind diese Anachoreten doch nicht so übel. Hast du sie nicht Spinner genannt? Das war, bevor Sia mir gesagt hat, dass sie Flüchtlinge vor dem Imperium verstecken. Wirklich? Ja, zusammen mit einer Gruppe namens Versteckter Pfad. Streng geheim, muss also in der Familie bleiben. Verstanden. Es war schön, alle wiederzusehen. Ja, das war's. Cordova denkt, wir finden raus, wie wir durch den Abyss kommen, indem wir Dagens alte Schlupfwinkel finden. Das stimmt. Weißt du irgendwas über dieses Labor auf dem Mond, Grease? Bin ich etwa ein Fremdenführer? Ich bin ein vielbeschäftigter Latero. Keine Zeit für kaputte Monde. Hm. Erst Jeddah und jetzt das. Monde bringen nichts als Ärger. Was, Jeddah ist Mond? Ein Mond? Ich hatte keine Ahnung. Mhm. Ja, okay, ich auch nicht. Wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Auf dem Beifahrersitz. Hör mal. Oh yeah. Alles gut? Ja, nur ein wenig eingerostet. Und du? Tja, ein wenig unruhig, aber wir schaffen das. Was du nicht sagst, wir haben einen Optimisten. Ich tu mir den Gefallen und lass es einfach. Ich bekomme wieder Bauchschmerzen. Vielleicht ist dein Essen schuld. Was war das? Wir sind fast da. Das heißt, der Mond soll verflucht sein. Woher weißt du das? Da siehst du, hier gibt es sogar eine Station. Wahrscheinlich kann man hier wieder ohne Helm atmen, ne? So wie es auf jedem Star Wars Mond ist. Naja. Gut, hier könnte man auch argumentieren mit der Verbindung. Gibt es hier ein Schild oder so, aber naja. Ist auch dieses komische Zeug Hätten überall. Sie dieses Labor nicht an einem sonnigeren Ort bauen können? Was du nicht sagst. Aber falls wir hier was finden, was uns bei der Navigation durch den Kobo-Abyss hilft, umso besser. Laut Grease ist der Abyss ein Schiffsfriedhof. Und wir sind jetzt auf einem Mondfriedhof. Hm. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. Schön, wie sich beide einig sind. So, das sieht doch hier aus nach Abkürzung. Erinnert mich an die Anlage im Wald. Nur in einem weit größeren Maßstab. So, hier scheint es ein... Was war das? Ja, hier? Diese Station ist geschlossen. Ha. Sie sind hier. Wer? Wir wurden angegriffen. Evakuierungsprotokolle laufen. Interessant. So, wir springen hier mal nicht. Da haben wir schon gelernt, dass das hier nicht geht. Aber interessanterweise scheinen wir da runterzukommen. Okay, cool. Cordova sagte, es gibt Aufzeichnungen eines Besuchs von Dagon in einem Labor auf diesem Mond. Das sieht nach Kreese-Handwerk aus. So, da kommen wir jetzt anscheinend sogar schon hin. Ah, guck doch mal an. Glauben Sie wirklich, dass hinter dem Abyss etwas ist? Santari Kree ist der Meinung. Ich nehme an, das reicht dem Rat. Hm. Okay, also nicht in diese Richtung. Sondern? Ja, da oben haben wir runtergeguckt, ne? Okay, cool. Cool. So, und dann hier rum, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Ort nach so langer Zeit funktionsfähig ist. Bleiben wir Wasser. Wir müssen dieses Labor finden. Schwierigkeitsgrade. Ja, genau. Ich dachte, es macht etwas länger Pause. Warte mal, geht's eigentlich andersrum? Nee. Ein bisschen Chill-Out-Musik wäre jetzt nicht verkehrt. So, jetzt aber, hä? Ah ja. Okay. Na, was hast denn du?
Freut sich mal, wenn er was hacken kann. Ja, da haben wir es. Perfekt. So, dann werden wir uns mal wieder regenerieren. Und noch keinen Machtpunkt erhalten. Schade, schade. Gut. Gehen wir weiter. Ja. Sektoren 5 bis 9 außer Betrieb. Sektoren 1 bis 4 in Betrieb. Mhm. Werkstatus aktiviert. Anlagenstatus deaktiviert. Ja, das wäre getan. Bitte. Wow, bin ich gut. Wir haben auf uns gewartet. Okay, also hier scheint es lang zu gehen. Ich dachte erst, hier geht's lang. Aha. Okay, Moment. Ah, hier ist was ums Eck rum. So, ist da auch so eine Stichflamme, die da rauskommt? Nee, ne? Da, doch. Ah, beide parallel. Okay. Ja, das sollte vielleicht nicht passieren. Okay, Kiste haben wir. Schießt da auf, ja? Geil. So, zurück geht's hier leider nicht. Okay, das haben wir. So, warum ist denn da dieser hier? Weiß es nicht. Es scheint der richtige Weg zu sein, aber. Ich erledige ihn. Dafür habe ich trainiert. Ach so. Dann wird Ravis mich belohnen. Er wird mir den Plan verraten. Den wirklichen Plan. Ach so, das ist die Belohnung? Dann werde ich mich beweisen. Ja. Dann werde ich wahrhaft frei sein. Ist das so? Ich werde dir die Kehle durchschneiden. Ich kam hochgereicht, bevor du gekommen bist. Geil. Schöne Moves. Öffnen. Nee, wir wollen erstmal gucken. Achso, da geht's auch noch gar nicht lang, siehst du. Naja. Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Wie viele warten hier denn noch auf uns? Ich weiß nicht, ob das so ist. So, was ist das eigentlich hier? Stahlschmelzerei oder was? Ein schlechtes Gefühl. Ah. Ja, ich auch. Moment. Moment. Wieso? Also, wenn die Anlage so alt ist, wieso stehen hier diese Kampfdruiden? Los geht's, los! Nimm das! Jetzt du! Warte mal, ich will. Hey, bleib, wo du bist. Nee. Ich wollte den für uns kämpfen lassen, aber okay. Genau jetzt. Dafür wirst du mich da. Ich muss dir die Klinge reinschauen. Oh, na gut. Hätte mich ja vorher schon heilen können, aber ich dachte, ich komme durch. Größenwahnsinnig, wie ich war. Sind die Gegner jetzt alle wieder da? Muss ich die Kiste neu holen? Egal. Ah, da steht er wieder. Du kommst nicht durch. Okay. Boah, wir gehen einfach mal hier lang. Weil. Hilfe. Was ist das? Alles gut. Ich bin okay. Was? Ein Lichtschwert. Ja.
Okay. So, wie bestehe ich denn diesmal darauf? Will ich. Warte mal, diesmal geht das. Kann ich das doch gleich machen, oder? Nee, den wollte ich auch nicht. Nee. Nee, ich kann das Ziel nicht wechseln. Warte mal. Ah. Okay. Beschütze mich. So. Hat der Grüne gerade gesagt, soll ich doch jemand anderes angreifen? Bist du dir sicher? Sehr schön. Also ich will ja mal sagen, zwei Klingen. Sie wollen wirklich nicht, dass wir uns hier umsehen, was? Brutal. Brutal geil, vor allem. Halt, was ist los? Ja. Aber die müssen ja nachträglich auf installiert worden sein. Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Sehr schön. So, dann gucken wir doch mal wieder um die Ecke. Was will das Spiel, wo wir lang gehen? Da scheint es irgendwie zurückzugehen. Da gibt es doch was zu holen, wenn es da zurückgeht, oder? So, was hast du uns hier Schönes? Wo ist das Laboratorium? Das Labor ist gesperrt. Das Labor ist unzugänglich. Ah. Du bist okay. Versteck dich irgendwo. Warte. Da ist noch eine Kiste. Tada! Aber die hätte ich doch garantiert so holen können, oder? Ach, hier komme ich jetzt aus der Tür raus, hä? Ah, okay. Na gut. So, dann geht das hier lang. Jetzt tu nicht so, als ob du gut bist. Das Ziel hat Schaden erlitten. Magma. Das hat doch Obi-Wan auch schon erlebt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gegen eine Magna-Wache kämpfen muss. So, das haben wir. Einer, der wartet. Irgendwas, was leuchtet. Was ist das da? Warte mal. Okay, also das ist schon mal zu irgendwie. Ah, ich kann doch zwischendurch anhalten, kann ich, ja? Ja, genau, so dann schnell, schnell, schnell. Ja. Ja. Ist da irgendwas? Nee. Spannend. Sieht ein bisschen aus wie Druidenproduktion, hä? Aber gut. Haben wir jetzt schon eine Abkürzung? Moment. Wo war das denn da drüben? Guck mal, da unten ist was. Nee, da waren wir noch nicht. Hier hinter uns geht's zurück. Nee, geht's auch nicht. Aber da scheint Sackgasse zu sein.
Ja, genau. Achso, heißt das, ich kann dazwischen stehen bleiben, oder? Ich seh's mir an. Hast du was gefunden? So, kann ich das drücken? Naja, aber das hier. Hä? Ah, wieder so eine Herausforderung. Besiege die Horde aus Kampfdruiden. Dachtest du, du könntest weglaufen? Nein. Was ist das? Zählt das eigentlich auch, wenn die sich selber töten? So nicht kaputt, ne? Das zählt so nicht. Sehr schön. Ich weiß es nicht, BD. Es war ein Echo der Macht. Aber verwundet, bruchstückhaft. Als würde etwas fehlen. Was immer ich getan habe, es scheint geholfen zu haben. What? So, okay, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. So, einfach. Und? Machtpunkt. Sehr schön. So, geht's hier hoch? Das ist jetzt die schwierigere Version, oder? Hier runter wahrscheinlich. So. Okay. Es wirkt so, als könnte man die... man müsste auf den Leitungen hin und her springen, ha? Na, dann machen wir mal. Sieh mal da vorne, BD! Noch haben wir es nicht geschafft. Das muss ein schlechter Scherz sein. Gute Arbeit, Kumpel. Sektor 5 Delta. Keine Anomalien. Wegfang? Brauchen wir nicht. Sektor 5 Epsilon. Keine Anomalien. Scan läuft. Sektor 5 Delta. Wo wolltest du hin? Eine Anomalie. Dahin? Das Ding öffnen. Abkürzung?
Ah, okay. Gut. Wir sind ja voll. Gehen wir weiter. So. Okay. Ah, ich habe eine Idee, wie das werden soll. Warte mal. Das geht nicht. Müssen wir oben ran? Okay. So, ist hier irgendwas? Reflektiert irgendwas, okay. Moment. Nanu? Ach, da sind Seiten, Sachen zum Ausweichen, okay. Wir sind noch nicht am Ende. Wir kriegen das hin. So. Okay, da haben wir wieder dieses Rutschezeug. Kurz gucken, dass wir hier nichts vergessen. Was hat denn da so blau geflimmert um? Ach, egal. Bereit, bitte! So, bis jetzt entspannt. Ich weiß nicht, ob ich da hätte anhalten sollen. Da wäre doch bestimmt irgendwie was gewesen zum Thema Kiste oder so. Macht dir das Spaß, Kumpel? Da unten. Irgendwas knirscht und knistert hier. Achso, da kann man rumgehen, wa? So, keine Blitze, die hier irgendwie lang kommen. Da steht auch irgendwer. Ah, Kampfdruide. Okay, cool. Richtig cool wäre, wenn man den mit der Macht jetzt runterziehen könnte, so. Und dann runterfallen lassen könnte. Noch eine Basis für die Batlam Raider. Wir sind nicht aufzuhalten. Ja. Die anderen Druiden sind echte Trottel. Sie machen alles, was wir sagen. Ich würde solche Befehle niemals befolgen. Niemals. Nicht ich. Aber ja. Außer sie kommen von Ravis. Aber lieber lasse ich mich verschrotten, als dass mich jemand anders rumstößt. Ah, können wir haben. Ich helfe gerne. Was für eine unheimliche alte Ruine. Aha. Aber wenn der Boss sagt, hier ist irgendwas, stelle ich keine Fragen. Und Abkürzung? Ha, Abkürzung da durch, ja? Jo. Ja, und da unten war das, wo wir durch sind. Und ich bin mir da nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war, daran vorbeizugehen. Aber. Was ist denn, wenn wir hier unten ankommen? Ach, da müssen wir da wieder hochklettern. Nee. Es gibt keinen anderen Weg zurück, hä? Ah, guck mal, ein Stimpack. Und da hinten ist noch eine Truhe, ne? Guck mal, der da. Ja, komm. Hier ist nix, wa? Eigentlich ein Loch.
So, das sieht auch gut aus. Nee. So. Einfach. So. War aber eng. So. Großartig Gegner sind hier gerade nicht, ja? Hier geht's zurück anscheinend. Da geht's hoch. Hier ist erstmal nicht viel. Da gehe ich mal nicht rauf, lieber. Okay. Da ist er. Ich sehe ihn. Ah, okay. Was machst du hier draußen? Sie haben mir befohlen, sie zu verletzen. Wer? Eindringlinge. Keine Sorge. Ich bin nicht für den Kampf programmiert. Das weiß ich zu schätzen. Tja, siehst du. So, wie geht's jetzt hier weiter? Hier lang? Aha. Ah, ich habe keine Kiste gesehen, sondern nur sowas Weißes. Aber das Stimpack, das holen wir natürlich trotzdem. Was haben wir denn hier? So. Die Frage, wie kommen wir von hier auf einem schnellen Weg wieder zurück? Falls es einen schnellen Weg gibt. Los runter. Nee. So lang. Haben ein Stimpack. Oh, dieses Geknirsche von diesen elektrischen Anlagen, ja. 6 Stück an der Zahl sogar. Na, mal gucken, wie viele es noch werden. Immerhin ist das Ganze, also die Anzeige ist ja 2-stellig. So, dann gehen wir jetzt mal. Ja. Oh, seht mal, der Jedi. Kampf nicht verfügbar? Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, Spiel. Das war eigentlich nur der Versuch, da reinzukommen, aber okay. Oh. Ich wollte gerade sagen, das bricht doch ab. Natürlich. Interessant, dass es die hier auch gibt. So. Gibt es hier wenigstens was? Nee. Und einmal hoch, bitte. Danke.
war nämlich fast der Meinung, ich hätte ohne dieses Greifding höher springen können. Oh, was ist hier los? Ach so. Ah, ich denke immer, man kann sowas aktivieren dann und irgendwie benutzen. Ah, schade, schade. So. Riegel den Weg ab. Kommt hier durch. Nicht mal dieser Jedi abschauen. Ja. Ziel ist ein Feigling. Genau. Wir sollten melden, dass wir ihn gesichtet haben. Bedrohung identifiziert. Was immer du sagst. Mach Shot auf. Ich werde den Feind finden. Ich hätte gerne den Typen irgendwie gleich gemeuchelt von oben. Ja. Na nun, der ist schon weg. Klingt, als würden sie da vorne irgendwas Wichtiges bewachen. So, wie komme ich da jetzt durch? Ich hätte gerne das Ding hier aufgemacht, um die Kiste zu holen. Ach ja, genau. Ich brauche Hilfe. Wow, schon besser. Hier lang, okay. Sag mal. Und? Was ist jetzt passiert? Was hat sich verändert? Ach so, da ist jetzt So, dann holen wir noch mal die Kiste jetzt. Mit der Macht aufgemacht, na siehst du, das ist da auch was. Music Track, aha. Sehr schön. Okay, cool. Hier Sie auch wieder. Können das Labor nicht betreten. Okay, aber ich werde dir zeigen, dass ich es doch kann. Mögliche Feindaktivitäten festgestellt. Aufpassen. Oh, du bist... Ah. Ich wollte eigentlich beide runterschubsen, aber okay. Ah, schon wieder sowas. Upsi. Ich dachte gerade, da kann ich an der Wand lang laufen. Was haben wir hier? Sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Ah, sehr schön, mal wieder eine Disk. Das war ja fies. Hilf mir bitte. Danke, Kumpel. So, da steht auch irgendwer. Da geht's rüber. Und anscheinend geht's nur da rüber. Boah, der hat aber immer gleich zu tun, ne? Wenn die drauf hauen. Sie wollen nicht, dass wir es erreichen. Nicht? Ja. Gut gemacht. Was denn? Was soll das sein? Soll ich das kaputt machen? Was auch immer passiert ist, hat diesen Mond in Stücke gerissen. Sieht aus, als sollte es ja hier weitergehen tatsächlich. Aber was wollte er mir jetzt hier zeigen? Das habe ich nicht verstanden. Dass das hier eine Apparatur ist, die was da mit dem Ding zu tun hatte? Ah. Warum? Ha! Hochbeutig. Ah, das ist ja wieder. Unten lang werde ich wohl...
runterrutschen? Ja. Ach. Noch ein. Falsche Taste gedrückt. Warte mal, bis der runterkommt. Ja. Okay. Oder auch nicht. Ich dachte, das wäre so rum richtig. Ach. Ich dachte, ich lande oben auf dem Rohr und muss mich runtersassen. Aber dann hing ich auf einmal unten am Rohr und wollte mich runterlassen. Das war doof. Er kommt da nicht so richtig hoch. So, also nochmal. Ich brauch was, Kumpel. Danke. So, dann gehen wir doch mal hier ran. Und dann kriegen wir den anderen wahrscheinlich von hier oben. Nein, jetzt wird das nicht so gemacht. Ja, okay. Okay, das System hier ist mir bekannt. Aber damit ist das schwierig. Warte mal, wie machen wir denn das? Ja, das hat gepasst. Wir wollen uns auf gar keinen Fall reinlassen. So, hier ist wieder ein Abkürzungsteil. Richtig. Und jetzt sind wir hier oben und die stehen immer noch darum. Na gut. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle mal einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ah ja, guck mal, das passt ja auch super. Da ist nämlich ein Speicherpunkt. Und während wir den Aussicht genießen, würde ich sagen, lasst es euch gut gehen, haltet die Ohren steif und bis zur nächsten Folge. Tschüss!